Hallo an das Skorpion-Kollektiv. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was auf die Skorpione im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten im Februar zukommt. Was sich zeigt, was ich weitergeben darf. Du weißt, es ist eine kollektive Kartenlegung. Bitte leg es dir auf deine persönlichen Themen um. Zu Beginn kurze News. Es ist Februar, bald Valentinstag und es gibt eine Special-Legung, eine private, die ich anbiete, die Du- und Ich-Legung. Dort wird die Verbindung zu einer anderen Person beleuchtet und auch die Entwicklung, egal ob es sich um die Liebe handelt, Freunde oder Familie. Also vielleicht schaust du vorbei. Natürlich gibt es auch andere private Kartenlegungen, Heilsitzungen, Reading oder Coaching. Also wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau mal unten. Dort findest du natürlich auch die Kartendecks, die ich verwende. Und ich würde sagen, ich starte mal und verbinde mich mit dem Seelenkollektiv der Skorpione im Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendenten. Und im Monat Februar. Wie immer der energetische Blick vorab. Oh, ich bekomme ganz stark ein Gefühl von Demut. Hingabe. Jetzt bekomme ich Gänsehaut. Demut, Hingabe und Nostalgie. Es ist schon so ein Gefühl, was sehr präsent ist, was dich eigentlich komplett umgibt. Auch andere Menschen spüren das. Es ist weder positiv noch negativ. Es ist irgendwie ziemlich ruhig und beruhigend. Aber irgendwie auch, man kann es nicht so ganz greifen. Wir schauen mal, womit das zu tun hat, mit welcher Energie du vom Januar in den Februar kommst. Große Arkana, der Wagen. Du möchtest, dass es weitergeht. Im Januar ist was passiert, wo es weitergegangen ist. Ziemlich schnell etwas wurde umgesetzt. Du weißt noch nicht so ganz, wie du es finden sollst. Aber du bist jetzt dadurch, dass es passiert ist, ein bisschen beruhigt. Es hat dich beruhigt, in welcher Form auch immer, wird bei jedem unterschiedlich sein. Aber auch alleine, dass du spürst, dass es weitergeht, bringt dir oder beschert dir ein gutes Gefühl. Es kann dir sehr stark mit Stabilität zu tun haben oder einer weiteren Person. Es kann sein, dass du Kontakt hattest zu einem Engel oder dass du die Engelwesen besonders stark spürst im Moment. Ja, es geht bei ganz vielen um das Häusliche, um Stabilität, eine Veränderung, habe ich bereits gesagt. Ja, ein Geschenk dahingehend, dass du merkst, es geht hier weiter. Vielleicht war es auch wirklich ein schönes Geschenk. Du hast etwas verändert, es fühlt sich gut an, du merkst, es geht weiter. Du weißt es zu schätzen, du bist demütig. Und du freust dich auch auf alles, was jetzt auf dich zukommt. Was kommt als nächstes auf die Skorpione zu? Boah, zweite große Arkana, der Narr. Es geht weiter ins Neue, es geht weiter in die Veränderung rein. Du lässt dich treiben, fallen, das ist ja auch der Rat. Sei nicht zu naiv, sei nicht zu, wie heißt das? Verträumt bezogen auf große Ziele. Es geht hier darum, dass du hier und jetzt sein sollst und nicht um die Zukunft. Also ziehe dich immer wieder zurück. Gedanken, wenn du im Hier und Jetzt bist, dann hast du keine Gedanken. Hol dich immer wieder zurück zu hohen Ehren können. Könnte auf eine Beförderung hindeuten oder auf etwas, was du geschafft hast, was du dir schon lange vorgenommen hast. Hier sind zwei rausgefallen. Gerichtsperson, kurze Krankheit. Ist für mich so, dass es sein kann, dass du noch auf irgendeine Art Beschluss wartest oder auf irgendeine Bestätigung. Das kann behördlich sein oder von der Arbeit oder von einem Freund. Und das dauert noch ein bisschen. Das dauert länger, als du denkst. Also habe ich hier
ja, dass die Krankheit eigentlich die Verzögerung ist von einer Bestätigung einer Nachricht von Neuigkeiten. Aber es geht hier darum, dass du auch selbst vom Gemüt in die Leichtigkeit kommst. Also du wirst, etwas wird sich in dir verändern zum Positiven. Du wirst die Sonne wieder mehr sehen in deinem Leben. Aber du sollst auch wissen, dass sie nie weg war. Es ist immer nur der Blick, der sich verändert. Dein Hauptthema im Februar, Ass der Münzen. Die Chance, Stabilität und Sicherheit langfristig in dein Leben zu laden. Kann sein, dass man Kompromisse eingehen muss. Letztendlich kann das ein ganz neuer Weg für dich bedeuten. Eine ganz neue Welt. Und vor auf das Geld. Es geht hier um die Finanzen. Erste Person, Militärsperson. Viele Personen, eine dir nahestehende Person unterstützt dich. Schenkt dir Rat vielleicht. Solltest du hier als Mann zusehen, ist das aber deine Energie. Du hast sehr den Fokus auf das Geld. Also du hast das Geld eigentlich als Hauptziel. Hier gilt es wirklich so ein bisschen wieder ins Hier und Jetzt zu sein. Nimm natürlich die Chancen mit. Auch Geld ist wichtig. Aber was steckt hinter dem Geld? Was möchtest du dahinter eigentlich? Es kann sein, dass wirklich sehr viele Münzen hier reinrollen, sehr viel, eine Gehaltserhöhung, etwas Neues, vielleicht ein Erbe, ein Geschenk, ein Geldgeschenk. Also es sieht sehr positiv aus, es entwickelt sich positiv und dein Standing, sprich auch deine Haltung, ändert sich dadurch, weil du jetzt wieder merkst, wie wertvoll du bist. Und hier auch nochmal der Rat, bitte auch immer den Selbstwert hier mit ansehen. Deine Gefühle und hier auch schon der Rat im Februar, Rat des Schicksals. Also bei dir geht es im Februar ab. Wir haben drei große Arkana hier und noch eine positive Geldkarte, sage ich mal, Chancenkarte. Ja, das, was du fühlst im Februar, das wartet schon lange auf dich, das sollst du fühlen. Du hast dich lange davor gedrückt, etwas nicht zu fühlen, bezogen auf dich selber. Emotionen, traurige Erinnerungen. Und da wirst du jetzt reingeleitet. Das darf gefühlt werden. Damit darf sich nochmal beschäftigt werden. Das ist das, was dir Energie zieht und Kraft raubt. Es kann hier generell mit deinem Lebensweg zu tun haben. Es kann hier mit Enttäuschungen auf deinem Lebensweg zu tun haben. Das, was du mal erlebt hast, was du abgespeichert hast und das soll jetzt gelöst werden, angeschaut werden, weil du hier jetzt einen Aufschwung auf deinem Lebensweg siehst. Und wenn du das nicht löst, dann bleibt der nicht so lange. Aber sehr positiv, also mehr in die Leichtigkeit, mehr im Hier und Jetzt sein. Wir schauen, was hier der Rat ist für die Skorpione. Enlightenment, also du darfst ja wieder das Leuchten fühlen, das Leuchten in dir, das Potenzial, die Anbindung nach oben. Du darfst hier fühlen, wie besonders du bist und dass du auch andere Menschen erleuchtest. Solange du lichtvoll bist, ist es so, dass sich dieses Licht automatisch auf andere überträgt. In dieser Energie darfst du bleiben. Du darfst an das Unmögliche glauben. Und damit ist besonders das Gefühl gemeint und nicht das Luftschloss, der Gedanke, der dann da oben also sich zeigt als Bild, sondern mehr das Gefühl, das Unmögliche ist machbar einzuladen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Februar. Ich bedanke mich von Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielleicht schaust du bei den anderen Zeichen vorbei. Ansonsten sage ich einfach bis ganz bald und alles Liebe für dich. Mach's gut.